Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Kommen wir zum ersten Teil, der optimalen Löscheinsatzvorbereitung zum Schlauchpaket wickeln. Ganz gespannt, ob es jetzt mal klappt, so wie ich mir das vorstelle, so wie ich euch das optimal zeigen kann. Okay, alles klar, los geht's. So, Schlauchpaket wickeln. Als erstes, um ein Schlauchpaket wickeln zu können, brauchen wir erstmal einen Schlauch. Das sind Arbeiten, die macht man vorher in Ruhe, natürlich nicht im Einsatzfall, sondern wenn man sich auf den Einsatz vorbereitet, im Gerätehaus. Ne? Okay, ich mache es jetzt mal bei uns hier im Garten. So, ich rolle den Schlauch erstmal aus. Ja, 30 Meter, der ist schon ein bisschen weiter. Ich wickle ihn gar nicht so doll aus. Ich lasse ihn mal hier vorne liegen. Rolltreffer. So, wie ihr schon aus einem anderen Video kennt, einfach den Schlauch hier reinlegen. Das war schon. Durch die Führung. Darauf achten, im C-Schlauch, nicht B, ne? Verschiedene Breiten. So, ich will jetzt aber ein Schlauchpaket machen, nicht nur den Schlauch aufwickeln, sondern ein Schlauchpaket. Das heißt, ich muss ihn kurz mal umbauen hier. Oh, natürlich richtig rummachen. So, und hier auch noch einen drauf. So, warum ein 30 Meter C? Vorteil ist, wenn man den im Innenangriff nutzt, man geht ins Haus rein und man hätte 2,15er zusammengekuppelt, wie ich das im anderen Video habe, dann hat man diese mittlere Kupplung, die Verbindung, die bleibt garantiert an der nächsten Ecke an der Tür hängen und es macht Stress und nervt. Ne? Okay, und ist auch nur eine weitere Gefahrenstelle, dass was kaputt gehen kann auch, ne? Im Einsatz sich löst oder was. Deshalb bin ich für einen 30er C. Ansonsten einfach mal bei den Schlauchherstellern, wenn ihr sowas jetzt nicht habt, einfach beim Schlauchhersteller mal informieren. Gibt verschiedene, gibt ja nicht nur Eschbach, ne? Es gibt ja halt ganz viele verschiedene Schlauchhersteller, kann man einfach mal fragen und sich 30er sonst besorgen. So, wir wickeln ihn jetzt auf, das heißt, ich würde jetzt mit einem Fuß sichern und würde im Uhrzeigersinn, kann man, ist egal wie rum, aber würde ich das jetzt aufwickeln. Interessant ist auch zu sehen, dass ich die Drehung aus dem Schlauch wunderbar rausziehen hier in der Ecke, ne? Wenn da der Schlauch geht jetzt auch um eine Kurve, ist auch interessant, dass die Führung das dann hält. Ne? Und Drehung, seht ihr das? Ne? Geht wunderbar raus. Ich möchte sehen, der 30 Meter so schnell aufwickelt und so entspannt. So. So ist erstmal schon mal der erste Schritt zum Schlauchpaket. Ne? Was man jetzt macht ist, ich würde jetzt an zwei Seiten das mal rausziehen. Einmal, zweimal. So. Dann schaut euch das mal an. Davon müssen wir eigentlich ein Foto machen. Okay. Ist klar, ne? Außen eine Kupplung, innen eine Kupplung und wir bauen mal weiter, okay? Wir müssen das jetzt nämlich noch fixieren. Los geht's. Wie gesagt, ich lasse das jetzt bewusst drin hängen, weil ich bin immer ein bisschen für Ergonomie am Arbeitsplatz. Ich habe jetzt hier diese blauen Bändchen, die werde ich jetzt nutzen, um das so zu fixieren. Ne? Die gibt es so einfach auch ganz normal zu kaufen beim Feuerwehrlieferanten und das muss man dann auch möglichst stramm machen. So, das ist der erste. Jetzt gibt es zwei Varianten. Manche wickeln das Hohlstrahlrohr mit rein. Ich hole das kurz mal her. Also manche kuppeln das dann schon an. Ich kann dazu jetzt ja den Griff mal abmachen. Und kann jetzt hier wunderbar das Hohlstrahlrohr ankuppeln. Total easy. So. Ne?
und könnte das mit einbinden. Ne, aber wenn, ich sag mal, wenn man mit Schlauchpaketen arbeitet, braucht das in der Regel nicht. Wir haben nicht die Hochschraubrohre so viel über, dass wir das fest eingebunden lassen können, immer für den Innenangriff. Wir brauchen die auch mal für Außenlöschen, für den Buschlöschen. Aber wir können es ja, ich würde es jetzt mal ohne Hohlstrahlrohr einbinden und das einfach wieder wegnehmen. Aber nur, dass ihr wisst, ihr könnt das hier dann auch fixieren und richtig festbinden. Dann ist das auch super, ne? Aber damit habe ich gleich was anderes vor für euch. Das heißt, ich würde jetzt in der Mitte so sieht das fertig aus, ne? Das Besondere ist jetzt, wenn man hier Wasserdruck drauf gibt und hier ist ein Hohlstrahlrohr dran, dann werden diese Schläuche mit Wasser gefüllt und die Klettbänder fliegen weg. Und dann steht da wunderbar so ein Kringel an Schlauchreserve, an der Eingangstür, an der Rauchgrenze, wo ihr reingeht, ne? Okay, nehmen wir das Schlauchpaket mal. Ja, so könnte man das Schlauchpaket jetzt tragen. Also ich sag mal, die 30 Meter wiegen natürlich ein bisschen was, aber es ist noch erträglich. Vorsicht mit Schlauchpaketen, die jemand auf den Pressluftatmer, auf die Pulle hinüber hängt. Das ist, gibt bei manchen Herstellern, wenn was passiert, garantiert Diskussion. Deshalb entweder so nehmen oder gleich den zweiten Teil gucken, wie man das noch verstauen kann. Alles klar? Vielen Dank für dein Einschalten, auch fürs Gefällt mir. Für ein Abo freue ich mich natürlich auch mal riesig. Schlauchpaket. Gucken wir uns den nächsten Teil an. Alles klar? Bis dann. Tschüss. Ah.